So, zweiter Tag IB-Days. Ich sitze schon wieder drin, obwohl ich habe noch eine ganze Menge Zeit. Es geht erst um 14 Uhr für mich weiter, also in 4 Stunden. Und deswegen werde ich heute mal die Zeit nutzen und werde hier ein bisschen mit ein paar Leuten sprechen, die da sind. Also ich habe schon den Harald Weigand jetzt gerade getroffen, der René Wolfram ist heute da, der Oliver Klemm. Und ich versuche einfach mal, ob ich den einen oder anderen hier so ein bisschen vor die Kamera bekomme und mit denen einfach so ein bisschen über das Thema Börse und Trading zu sprechen. Mal gucken, wer kommt. Jetzt hier, der große Meister kommt gerade reingelaufen. Oh, was ist hier los? Ja. Was ist das? Bin ich jetzt live? Du bist jetzt live. In einem Kanal. Was für ein Kanal? Nein. So, jetzt habe ich hier drauf. Jetzt habe ich hier mit dabei den großen Meister selber. Mischa, erstmal super organisiert wieder. Hat super geklappt, große Klasse. Erzähl mal, du bist selber zufrieden. Ja, gut. Ja. Außer einmal Stromausfall, auch das muss mal sein an der Uni. Haben wir voll das Netz überlastet, einen Raum. Alles gut gelaufen. Jetzt warten wir nur noch, dass es brennt und das Gebäude einfällt. Wenn jetzt jemand nicht live dabei war und sagt, Mensch, das, was der Jens gemacht hat, das will ich mir unbedingt nochmal anschauen. Ja. Oder halt die anderen Kollegen. Ja. Wo kann er sich das anschauen? Wir haben jetzt das MyWebinar-TV. Das kennen ja viele von euch schon. Das war ja bis dato immer für IB-Days 1 und 2 die Plattform. Die haben wir jetzt überarbeitet und ich hoffe mal, dass die Montag, Dienstag online ist. Und dann sind ja dann auch Stück für Stück die Videos eingespielt aus den IB-Days 3, aus dem Sendeplan. MyWebinar.tv. MyWebinar.tv. Okay. Ganz kurz noch Ausblick für die Zukunft. Was gibt es Neues so bei dir? Du bist ja auch immer, ich weiß, in deinem Kopf, der ist ja rum, deswegen damit viele Ideen immer reinkommen. Ja, die Kohle, die Mummel. Okay. Gibt es IB-Days 4? Ja. Die IB-Days 4 wird es geben, ganz gewiss. An der Stelle sind wir schon in Planung. Ne? Nächstes Jahr dann? Ja, im Februar, März sind wir dann wieder am Machen. Ne? Auch wieder so wie jetzt, Seminar-Channel, Vortrags-Channel, so in der Kombination. Das ist jetzt das nächste große Projekt an der Stelle. Okay. Nächstes Jahr dann den einen oder anderen Seminar wieder. Bücher sind geschrieben, mehr kann ich nicht machen. Kommt da mal noch ein neues? Nein. Die Händlerin? Die Händlerin, das habe ich schon überlegt. Sex and Crime. Eine Sache aber noch, was mich wirklich privat interessiert. Wie viele Auflagen von das große Buch der Markttechnik sind erschienen bislang? Jetzt kannst du mich erschlagen. Die 13. 13. Die 14. Die sind wir jetzt gerade machen. Ja. Was merkst du denn so an Entwicklungen in der Finanzbranche? Was gibt es Produkte, die mehr sind als vor Jahren? Gibt es andere Dienstleistungen als solches? Na gut, wir haben natürlich jetzt, man sieht es auch teilweise bei den IB-Days, ja, jetzt nicht nur den Broker, der Webinare, Seminare anbietet, sondern halt immer mehr auch privaten, also man kann ja gar nicht mehr sagen privat, sondern dass dann ein oder andere das dann vollberuflich damit gemacht. Also da haben wir an der Stelle natürlich eine gigantische Vielfalt. Man sieht immer mehr, dass die Leute immer mehr üben. Hier haben wir es auch Video. Mhm. So ist es. Der große Meister. Der große und Meister. Was mir am wichtigsten ist, viel, viel mehr als was er hier fürs Training macht, ein guter Freund von mir. So, jetzt gehen wir mal hier ein paar Vorträge. Ich bin extra leise, weil die Kollegen ja schon reden und wir schauen einfach mal, wen wir da alles so finden. Und den ersten, den ich hier entdeckt habe, das ist der Mario Lüdemann und deswegen gehen wir jetzt mal schnell zum Mario rein. Naja, bevor ich jetzt gar kein Geld verdiene an der Börse, dann mache ich doch lieber die 6-8% Performance mit. So, das war also jetzt der Mario. Und da sind wir ja jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Also, wir haben gelernt, wenn wir hier Buy and Hold im DAX machen, verdienen wir Geld. So, jetzt haben wir hier Raum 2. Mal gucken, wer da jetzt gerade dran ist. Schauen wir da mal rein. Und das ist die Karin Roller vom VDAT aus Stuttgart. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie es in so einem Raum aussieht. Und hier die junge Frau neben mir, die Rocky. Ja. Die kümmern sich nämlich um uns, dass wir als Referenten alle gut aussehen, abpudern und dass wir alles haben. Und jetzt gehen wir mal in diesen Aufnahmeraum hier rein. Da steht schon dran, ihr seht es hier, Aufnahme läuft, aber da läuft noch gar nichts. Denn das ist alles leer und so sieht es auch meist während der Vorträge aus. Also ihr seht hier vorne, da steht dann der Referent, also ich dann jetzt gleich und lege los. Und da ist die Kamera, die das alles aufzeichnet, nach Hause streamt. Ja, und manchmal sitzen hier ein paar Leute rum und meistens allerdings nicht. Ja, und so ist es. Sieht also im Bild viel, viel professioneller aus als dann hier vor Ort.
den nächsten, den ich gefunden habe, ist der Wieland Art. Hallo Wieland. Hallo Jens. Wir haben uns gerade schon im Vorfeld kurz ein bisschen unterhalten und genau das hier kann ich zeigen. So. Und zwar, ich habe dich schon gefragt, deine Firma heißt Torero Trader School. Warum ja. Torero Trader School? Ich finde, das ist eine schöne Analogie so zum Trading, denn am Ende, der Torero ist ja alleine in der Manege mit dem Stier, mit dem Bullen zusammen. Und muss halt performen, muss schauen, dass er irgendwie am Leben bleibt, im Zweifelsfall. Mhm. Der Bulle ist gereizt, der will natürlich auch gewinnen. Es ist ein Auf und ein Ab, ein Hin und ein Her, ein steter Kampf. Und ich fand, das passte gut zu uns Tradern, weil wir letzten Endes ja genauso alleine sind. Wir sind genauso auch in den Aufs und Abs des Marktes, jetzt nicht unbedingt gefangen, aber wir müssen damit umgehen. Ich habe das mal gesehen. Ich meine, man kann jetzt von Stierkampf halten, was man will, ne? Ob das noch in die Zeit passt und so, aber es ist halt eine spanische Kultur einfach. Ja. Die es gibt, glaube ich, in Südamerika wird es, glaube ich, auch gemacht irgendwo. Ja, mit Sicherheit. So Argentinien oder irgendwas. Aber das stimmt tatsächlich, die fangen als Kinder schon an. Ja. Und die Jungs, die da richtig gut sind, also Jungs jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die Jungs, die da jetzt richtig gut sind, die haben 10, 15 Jahre Ausbildung hinter sich. Ja. Wie lange hast du gebraucht vom ersten Mal, ich höre was von Börse, bis ich bin profitabel und auch nicht nur durch Glück profitabel, sondern länger profitabel? Wie war es bei dir? Also das dauert Jahre. Also wirklich, zumal ich ja Trading nebenbei begonnen habe. Ja. Ich hab ja ganz normalen Job gemacht, wie viele andere eben auch, die allermeisten. Und da hat es natürlich auch lange gedauert. Hattest du irgendwas mit Finanzen als solches zu tun? Nee. Was hast du gemacht als Job, wenn ich fragen darf? Ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Okay. Und hatte immer wieder so ein paar Freiräume. Jetzt bin ich ja nicht mehr angestellt, jetzt kann ich das ja sagen. Und wenn man dann die Herausforderung nochmal auf anderer Seite sucht, da habe ich sie gefunden. Also ich habe bestimmt 5, 6 Jahre gebraucht, bis ich irgendwo mal Land gesehen habe. Was war der Grund, dass du beim ganz kurzfristigen Handel gelandet bist? Ich glaube, das hat viel auch mit Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ich mag es gar nicht, irgendwo in Unsicherheiten zu stecken. Mhm. Und wenn ich Position über Nacht halte, dann weiß ich nicht so richtig, was macht der Markt. Mhm. Sind die Leute heute genau anders drauf, als sie gestern waren? Entscheiden die morgen vielleicht anders als heute? Und ich bin mittendrin. Wenn ich Daytrading betreibe, wenn ich Intraday handle, dann sitze ich davor und kann sofort eingreifen. Wieland Art? Ja. Richtig? Okay, ich bin Sorokin. Hallo. Wieland? Ich zeige es euch. Ja. Gerne du. Jetzt wurde abgeholt. Wieland, ich bin bei meinen Kollegen vorne. Nee, nee. Okay. Der Wieland wird jetzt gerade abgeholt zum Vortrag. Ich bin die noch eine Minute an uns. Und natürlich Management. Wann steige ich denn aus? Mhm. Es gibt viele Trades, die laufen in den Gewinn, um danach in den Verlust zu gehen. Wenn ich den Gewinn nicht mitnehme, dann versagt irgendwann jedes Signal. Also, Wieland, wenn ihr was über Candlesticks wissen wollt, dann fragt diesen Mann. So, jetzt sitze ich mit einer, nehm dich mal ein bisschen mehr ins Bild, mit einer der wenigen Frauen, die es in der Szene gibt, zusammen. Und zwar, toller Name, die Finanzdiva. Wie kommt man denn auf so einen Namen? Ja, ich habe immer gedacht, Frauen sind irgendwie an der Börse kaum vertreten. Und zwar war ich oft auf irgendwelchen Roadshows und Banken und da waren sehr, sehr viele Männer. Und ich war irgendwie die Minderheit und habe ich gedacht, wie schafft man es denn, eine Frau fürs Investieren zu begeistern? Ich bin großer Schokoladenfan und ihr kennt bestimmt auch die Diva-Schokolade von Nestlé. Ich weiß nicht, ob es Nestlé war. Lindt hat die Diva-Kollektion gemacht. Die bunte und ist das, ne? Ich finde es echt ein schöner Begriff. Was ist denn jetzt aber der Grund, wenn du sagst, 10 Millionen Deutsche sind an der Börse? Ich hätte das nicht mal gedacht. Nicht mal, ne? Also ich glaube, es sind 8 Millionen. Ja, wenn überhaupt. Dann sind es ja, sagen wir mal 8 Millionen, dann sind es schätzungsweise nur 400.000 Frauen. Also ich glaube, maximal 5%. Maximal, ja. Warum ist das so, warum gibt es so wenig Frauen? Erstens, in der Schule wird nie darüber gesprochen. Wir haben viel Musikunterricht, Kunst, Sport, wir haben Religion und dadurch glauben wir, dass sich Vermögen wie von selbst auf dem Sparbuch bildet, weil ja, wir haben zu wenig Wirtschaftsunterricht. Ich bin der Meinung, diese Themen werden zu wenig angesprochen. Danke dir. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao. So, die IB Days sind Geschichte. Es ist jetzt Freitag um fast 18 Uhr und ich bin gerade eben losgefahren. Mein Fazit in IB Days, super organisiert, die Technik ist der Wahnsinn, was da dahinter steckt, wenn man das so sehen kann. Ansonsten, viel
Neues gibt es eigentlich nicht. Es wird natürlich immer wieder das wiederholt, was es auch schon gibt. Und naja, was soll man denn auch Neues erfinden? Ne? Also das, was soll da schon Neues großartig kommen? Es sind jetzt auch keine irgendwie neuen Gesichter aufgetaucht. Zumindest jetzt nicht, wo man sagt, das wäre jetzt was ganz Spektakuläres gewesen. Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Und es bleibt einfach dabei, wenn man sich das Ganze anschaut. Wir sind nach wie vor von einer Börseneuphorie meiner Meinung nach weit, weit entfernt. Man hört wenig euphorische Stimmen, sondern alle sind optimistisch, sagen jawohl, das läuft alles ganz gut. Aber dass man so wirklich Euphorie hätte, so wie das war, etwa im Jahr 2000 oder 1999, 2000 am Anfang, oder dass man auch das Gegenteil hätte von Panik, dass man sagt, oh, hier ist alles ganz schlimm, wie im Jahr 2008 in der Finanzkrise. All das gibt es momentan nicht, sondern es ist relativ ruhig, es ist wenig Euphorie, es ist wenig Angst im Markt. Das ist zumindest mein Eindruck. Es gibt nach wie vor ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, was Leute tun, vom Daytrading über mittelfristiges. Es geht so ein bisschen vielleicht die Tendenz, dass doch der ein oder andere wegkommt von den ganz, ganz kurzen Sachen und etwas längerfristig schaut. Aber es gibt auch, wie gesagt, nach wie vor viele Leute, die extrem kurzfristig unterwegs sind, im 1-Minuten-Chart, im 5-Minuten-Chart. Meine Baustelle ist das nicht, aber zumindest mit denen, die ich gesprochen habe, da weiß ich schon von einigen, dass die das richtig, richtig gut machen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Falls ja, dann freue ich mich über eine gute Bewertung oder über eine Kommentierung, wie auch immer. Schreibt mir einfach mal dazu, was ihr von solchen Veranstaltungen haltet. Ist es sinnvoll? Habt ihr euch die IB-Days irgendwie angeschaut? Wollt ihr euch noch Dinge anschauen? Was würdet ihr gerne mal auf solchen IB-Days sehen oder überhaupt bei solchen Veranstaltungen? Ist euch das Ganze zu brokerlastig? Ist euch das zu viel Werbung, was die Referenten hier machen? Ist euch das vom Wissen her zu flach, was darüber gebracht wird? Sollte man da mehr ins Detail gehen? Also wie ist einfach euer Eindruck? Schreibt mir das offen und ehrlich. Schreibt mir das darunter. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Und wer mal die Chance irgendwie, oder wenn wir uns mal live sehen wollen, dann wäre eine gute Idee, das bei der World of Trading zu tun, die dann im November ebenfalls wieder hier in Frankfurt stattfindet. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.